Alter Falter. Oh mein Gott. Alter. Ey, das ist intensiv wie sonst was gerade. Moin meine Lieben und willkommen zurück zur Formel 1. Heute mit dem großen Preis von Singapur, dem Nachtrennen der Saison. Auf geht's in eine hoffentlich sehr erfolgreiche Qualifying-Runde. Und wir gehen rein. Let's go. Top 5 nach den ersten Kurven. Sehr schön. P6 ist auch gut. Gucken wir mal weiter, wie es läuft. Im Training bin ich eine 41.0, glaube ich, gefahren. Wäre super, wenn wir irgendwo im 40er-Bereich landen jetzt. Ein bisschen sehr dunkel damals für ein Nachtrennen trotzdem, ne? Ich meine, klar, Nacht immer dunkel, aber... Nichtsdestotrotz, aktuell wird die Strecke hart beleuchtet und ich glaube, damals war es auch schon so, dass sie extrem stark beleuchtet war. Da sollte es eigentlich nicht so dunkel sein. Nein! Doofer Fehler. Sehr doofer Fehler. P9, P10. Ah, Mist. P9, P10. Komm, komm, komm. P9 oder P8 wäre natürlich super. Es hätte immer wieder heftig, wie die Ferrari und so wegziehen am Ende trotzdem. Ja, P9 aktuell. Ah, bisschen eng innen. P8! Oh Gott! Alter, das hat es am Ende sogar dann als Unterschied gemacht. Bringt nicht so super viel Zeit, mache ich sehr selten. Keine Sorge. Aber in dem Fall hat es mir die nötige mindestens eine Tausendstel gegen Ocon gebracht. Alter, ist das geil. Und wir können beim Start direkt auch Perez vernaschen. Und damit wären wir dann wieder punktgleich, was die Punkteausbeute angeht, mit Force India, wenn wir jetzt genau, also die Perez-Position holen und dann einfach on par bleiben. 1:40.2, super Zeit. Und ja, Fahrermeisterschaft, super unterwegs, 2 Punkte hinter Ricardo, 153 Punkte auf dem Konto, 158 hat das Team insgesamt, 20 Punkte vor Force India und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Rennen, let's go. Gucken wir mal, wie es im Rennen läuft. Wir haben eine Soft-Medium-Soft-Strategie, würde ich sie heute nennen. Aktuell haben wir die USSS-US-Strategie und werden mit ein bisschen Spritdefizit antreten. Gehen wir rein, die Strategie ist auch schneller als der Einstopp. Bin mal gespannt, let's go. Boah, Top-Start. Oh mein Gott! Da fällt sogar meine Maus um. Was war das denn? Ja genau, Kollision mit Verstappen verursacht. Ich bin schuld. Zustand des Autos. Okay, Reifen. Alles gut. Ist also alles entspannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Frontflügel ist also nicht kaputt. Alter, 4 wide da vorne oder was? Nee, 3 wide. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. So, Verstappen. Was machst du jetzt? Alter, hui. Also, nicht nur, dass ich ihn gerade in die Mauer drücken wollte, jetzt wollte er dasselbe jetzt bei mir machen wieder. Eieieiei. Also Max und ich, wir hatten schon in Monster ja unsere Momente und... Nein, lass doch Perez nicht vorbei! Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Egal, wir sind vorne, wir sind weg. Hoffentlich bleiben wir da auch. Ah ne, es ist Staub, der aufgewirbelt wird, kein Motorschaden. Okay, push, push. Ja, ich bin jetzt immer noch dran an Bottas, also nach einer Runde kann Verstappen den Anschluss jetzt nicht wirklich finden. Und Valtteri Bottas nur 15. vor mir. Also, ich sag mal, Außenseiterchancen für ein Podium sind durchaus da. Und das war sogar mein Handy. Aua. So, Runde 3. Valtteri Bottas gibt uns jetzt DRS. Während Max Verstappen jetzt nach und nach den Anschluss verlieren wird. So, und ich kann hier ein bisschen Sprit sparen. Das ist auch mal ganz gut. 14. Rückstand. 2 Runden Defizit haben wir mitgenommen. Aber ich sag mal so, hinter Bottas kann man gut sparen. Sprit sparen ist immer gut. Rot-Gelb. Oh, es ist unfassbar. Oh Gott.
Oh Mann. Sebastian Vettel ist wieder raus. Schon wieder. Ja, das Einzige, was es jetzt weniger, ich sag mal, ernüchternd macht, ist, dass er halt mittlerweile nicht mal mehr im WM-Kampf im Spiel drin ist. Also, ja, es ist halt nur halb so schlimm, aber trotzdem natürlich ein bisschen Ballisto. Ja, und mal gucken. Abstand zu Verstappen wird jetzt größer. Bottas kann gleich mit Raikönnen sich auch leveln und kann eventuell dann auch nochmal DRS mitsnacken. 1,3 zu Verstappen, also Bottas nicht so enorm viel schneller als der Red Bull. Da zeigt sich auch wieder, zum Beispiel in Monza war Red Bull gerade mal auf Racing Point Höhe. Ja, jetzt ist Verstappen jetzt auch nicht viel schneller als Perez, aber trotzdem, er ist ähnlich schnell wie die Mercedes hier gerade und auch wie der Ferrari, der jetzt auch mitfährt. Ja, wir bleiben zwar an Bottas dran, aber wirklich überholen kann ich halt auch nicht. Ist aber auch okay, also P4 bin ich auch zufrieden mit. Und er hilft mir trotzdem weiter durch DRS und Windschatten, wodurch ich halt Sprit sparen kann, um dann später vielleicht ein bisschen mehr zu pushen. 2,6 Sekunden der Vorsprung zu Verstappen. Auch damit hilft er uns weiter, weil ich kann schon so ein bisschen seine Pace mitfahren. Und Raikkonen ist da vorne dran an Hamilton mittlerweile. Da ist die Frage, wie sich da die Pace entwickelt und ob die da fighten und so. Aber Stand jetzt bleibt bestehen. Ich kann Bottas jetzt nicht angreifen. Ich kann er nicht fighten. Und im mittleren Sektor, deswegen habe ich es auch da mal kurz jetzt angesprochen, da gibt es auch keine DRS-Zone. Heißt, wir haben hier nur die zwei DRS-Zonen und sonst nichts. Ärgerlich, ich habe einmal einen Fehler gemacht, jetzt kein DRS mehr. In den ersten Kurven bin ich aber recht schnell. Die Frage ist natürlich, kann ich jetzt eventuell aufholen, um dann auf dieser langen Geraden DRS zu haben? Ja, ich habe mich hier halt vorhin dann kurz verbremst. Kam zu weit raus, jetzt bin ich aber da. Na. Ah. Trotzdem ein bisschen weit rausgekommen und da vorne fighten Raikkonen und Hamilton, glaube ich. Ah, noch nicht, nee. Abstand zu Bottas bleibt auch bei 1,1 Sekunden. Eieieiei. Push, push, Dave. Oh, Lewis Hamilton ist, glaube ich, an der Box. Hamilton an der Box. Tatsächlich. Und ich kann gerade so noch mit Bottas mithalten. Boah, der wird da mitten im Feld wieder rauskommen. Es könnte sehr, sehr bitter sein für Lewis Hamilton, weil der Abstand halt so riesig ist. Man sieht es halt auch jetzt gerade. Also die ganzen Leute sind da weit, weit weg. Aber bitte kein Flügelschaden, bitte kein... Okay, nur die Reifen. Gelb? Nee. Alter. Kim Raikkonen aus dem Rennen. Das kann nicht euer Ernst sein. Beide Ferrari sind raus. Alter, was geht denn hier auf einmal wieder ab? Was ist hier los? Ich verliere aber leider komplett den Anschluss mittlerweile zu Bottas. Podium wird's, denke ich mal. Aber leider keine Chance gegen die Mercedes. Schade. Und Valtteri Bottas jetzt auch an der Box. Eine Runde länger bleiben wir auf jeden Fall draußen. Let's go. Lewis Hamilton, by the way, tatsächlich auch mitten im Feld dann rausgekommen. Also der hat gerade keine gute Zeit. Bottas könnte da einen Overcut schaffen und ich eventuell auch. Also schauen wir einfach mal. Auch wo Bottas jetzt wieder rauskommt, das wird auch interessant. Okay, let's go. Box, 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 box. Auf geht's für die Super Softs. Okay, let's go. Max Verstappen ebenfalls drin. Gucken wir mal, wo wir wieder rauskommen. Okay, auf geht's. Ja, Valtteri Bottas wird vorbeiziehen. Nico ist in der Boxengasse. Oder? Ja, Bottas vorne. Er wird daneben. Oh! Und Hamilton hat... Ich habe ihn nur vorbeigelassen, um DRS zu haben. Oh Gott, der Westpunkt ist viel früher, als ich dachte. Ja, okay, never mind. Egal, hoffentlich dranbleiben und hoffentlich... Fightet er jetzt gegen Bottas? Das wäre natürlich top. Ich finde es krass, dass ich jetzt immer noch an Lewis Hamilton dran bin und dass Lewis Hamilton nicht wirklich die Lücke zu Bottas schließt. Also vielleicht geht da sogar noch P2 irgendwann im Laufe des Rennens. Stand jetzt. Bleiben wir auf jeden Fall gut dran, auch wenn nur gerade so. Aber wir haben ja auch die härtere Reifenmischung. Und Verstappen ist 2,2 Sekunden hinter mir. Also mal gucken, wie es läuft. Und Lewis Hamilton wieder an der Box. Der fährt eine 3-Stopp. LOL! Der fährt 3-Stopp. Ein paar Informationen zu Perez.
Nice. Der soll weniger punkten, bitte. Oh, gelb. Okay, ja gut, Perez ist raus. Perez liegt gleich Anfang Startziel. Nee, aber dass Hamilton jetzt die Dreistop fährt, finde ich auch interessant. Also, der fährt jetzt nochmal die Ultrasoft und dann nochmal die Supersoft. Na gut, der wird da nicht wirklich was aufholen zu mir. Also, der wird Probleme haben. Und Perez rollt immer weiter und weiter und weiter und weiter. Ja, Hamilton konnte uns trotzdem ein bisschen weiterhelfen. 4,7 Sekunden Rückstand zu Bottas. Mal gucken, ob ich im letzten Stint noch ein bisschen was aufhole. Verstappen auf jeden Fall jetzt gerade schnell. 1,7 Sekunden hinter mir. Oh Gott, ich hole Perez jetzt an einer ungünstigen Stelle, aber er hat sehr gut Platz gemacht. Respekt an ihn. Wahrscheinlich hat er einen Platten oder so. Oh, und er hat Verstappen und Co. sehr viel Zeit gekostet. Das bringt mir jetzt natürlich ein bisschen was. Und ich bin auch ein bisschen an Bottas rangekommen. Noch 4,4 Sekunden. Hat auf jeden Fall in beide Richtungen ein bisschen was gebracht. Danke, Sergio. Oh, der ist deaktiviert. Eieiei. VSC. Oh, hole ich jetzt nochmal Supersofts ab? Boah. Auf geht's. Wir holen nochmal Supersoft ab statt Ultrasoft gleich. Let's go. Schade, dass jetzt nicht die Ultrasofts dabei habe. Das wäre auf jeden Fall Pace optimaler gewesen. Let's go. Also. Oh, VSC jetzt schon zu Ende. Komm schon. 2,65 Sekunden der Boxenstopp. Jetzt ist grün. Ey, wir haben trotzdem ganz gut profitiert von. Schleunige wieder auf Renngeschwindigkeit. Boah, und Hamilton. Direkt vor mir. Jetzt habe ich frische Supersofts gegen alte Ultrasofts. Vielleicht kann ich jetzt wieder ganz gut mithalten. Wer weiß. Ich pushe auf jeden Fall jetzt maximal. Mal schauen. Ja, Hamilton ist einfach leider viel zu schnell. Ich muss hoffen, dass wir irgendwie vor Valtteri Bottas sind, nachdem er seinen Boxenstopp absolviert hat. Keine Ahnung, ob die VSC-Phase mich jetzt etwa 4-5 Sekunden nach vorne gebracht hat, aber ich hoffe schon. Und jetzt haben wir auch außerdem frische Supersofts. Gegen seine älteren Ultrasofts dürfte es hoffentlich einen kleinen Vorteil bedeuten. Mal schauen. Valtteri Bottas ist an der Box. Let's go. Auf geht's. Die Minute der Wahrheit ist angebrochen. Bin ich vor Bottas oder nicht? Ja. Oh mein Gott. Das reicht. Ich bin vor Bottas. Jetzt muss ich nur vorne bleiben. Oh mein Gott. Alter, 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 alter. Abstand zu Bottas bei 1,0 Sekunden. Also der wird auf jeden Fall im DRS-Fenster sein. Die Frage ist natürlich, wie krass kann er angreifen oder auch nicht. Max Verstappen ist auf jeden Fall deutlich weiter hinten rausgekommen. Also P3 sollte es mindestens werden. P2, wohlbemerkt, weil Hamilton ja auch nochmal in die Box gehen muss. Und wer weiß, kann ich mich jetzt gegen Bottas verteidigen oder nicht? Das wird am Ende den entscheidenden Unterschied machen. Teamkollege an der Boxengasse. Nichts von gut, aber I don't care. Oh, Lewis Hamilton war der Box. Okay, gut zu wissen. Jetzt haben wir Bottas erstmals mit DRS. Wie schaut's aus, Valtteri? Oh Gott, er hat übelsten Überschuss. Er wusste jetzt nur noch nicht, wo er hin soll. Ey, ich bezweifle, dass das jetzt die nächsten 9 Runden noch gut geht auf das Startziel und auf der nächsten Geraden. Eieiei. Valtteri Bottas, jetzt ist er nochmal dran. Boah. Ja. Oh, er verbremst sich. Oh mein Gott, ich bleib vorne. Ach du Schreck. Oh mein Gott, Alter,
Wir haben in dieser Runde 3,5 Sekunden verloren. Alter Falter. Oh mein Gott. Alter. Ey, das ist intensiv wie sonst was gerade. Okay, mal gucken, wie es jetzt mit Bottas aussieht. Auf geht's. Leichter Drift beim Exit. Ich gebe hier gerade alles. Wir bleiben vorne. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott, ey. Auf geht's. Nächste Runde. Kann Valtteri Bottas sich hier durchsetzen oder nicht? Nein, wieder nicht. Oh mein Gott. Ey, der Exit passt da immer aktuell. Komm schon, Dave. Auf geht's. Nochmal. Bottas ist weit genug weg. Der wird nicht angreifen können, ich sag's euch. Er ist am Ende sogar noch 2/13 hier weg. 4. Leute. Was passiert hier? Der Vorteil der frischen Supersofts lässt bei Bottas nach. Das passiert. Oh mein Gott, das könnte sein. 5 Runden noch gleich. Und Hamilton kommt näher, ey. Das ist krass. So, mal gucken. Bottas 2 Runden später. In der letzten Runde war er näher dran. Und jetzt 2/10 am Ende der Geraden noch. Ey Leute, das könnte klappen. Letzte Runde. Auf geht's. Ein letztes Mal hat Bottas die Chance, hier anzugreifen. Schön früh Vollgas geben. Exit optimieren. 0,4 Sekunden der Vorsprung. Verbremst. Lewis Hamilton kommt auch immer näher und näher. So. Oh. Nein. Nicht jetzt Apex des Lava spielen, Dave. Bottas. Greift an. Ich bleib vorne. Oh, komm schon. Oh. Oh, der Bordstein. Oh. Oh Gott. Komm schon. Und da ist auch schon Hamilton. Oh mein Gott. Komm schon. Wir bleiben auf jeden Fall noch vorne, oder? Komm schon. Letzter Sektor. Da kann man nicht mehr angreifen. Hier gibt es keine Angriffsgelegenheit mehr für Bottas. Eieiei. Oh mein Gott. GG, Alter. Heidewitzka. War das ein krasses Rennen. Mal wieder ein richtig krasses Finale. Yes! Yes! Ja, läuft. Krasses Finale am Ende. Alle machen Positionen gut. Außer Lewis Hamilton, zumindest auf der ersten Seite. Ja gut. Und die beiden Ferrari und Sergio Perez und Carlos Sainz und Stoffel van Dorn, der am Ende auf P16 gestartet und auch ins Ziel gekommen ist. Und wir sind auf Platz 3, punktgleich mit Sebastian Vettel. Ich fasse es nicht. Ich dürfte mittlerweile sogar fast mehr Siege haben als er eigentlich. Eigentlich muss ich mal gleich gucken, wie viele Siege hat er, wie viele habe ich. Weil eigentlich müsste ich doch dann Zweiter sein, wenn ich mehr Siege habe. Bottas mit 177 Punkten. Ja, und in der Konstrukteursmeisterschaft 41 Punkte vor Force India. Geil! Ich hab's ja gesagt, Belgien und Monza, Spa und Monza, das sind zwei Strecken, wo Force India richtig gut ist. Und hier waren sie in dem Fall jetzt in Form von Esteban Ocon sogar schwächer als Felipe Massa, also in Williams. Geil. Und Fernando Alonso holt Punkte. Ja, freut mich auch für deren Team. Und 2 Punkte aus Konto von Nico Hülkenberg. Nice one. War schon ein extrem verrücktes Rennen, oder? Gucken wir nochmal ganz kurz auf die Ressourcenpunkte. Auf die Gesamtpunkte würde ich zwar auch gerne gucken, aber wir haben leider, ja, keine Möglichkeit, dass wir uns die Einzelergebnisse anschauen. Vielleicht hat jemand von euch die Siege mitgezählt. Dann teilt es mir gerne mit. Wer hat mehr Siege, Sebastian Vettel oder ich? Ansonsten 800 Pünktchen für ein Upgrade hier beim Chassis. Das machen wir jetzt auch mal schnell. Bis Japan sollte das durch sein. Und man kriegte damals, glaube ich, immer ordentlich extra Punkte, wenn man früher die Entwicklung eingestellt hat. Das würde ich dann auch machen.
Und dann könnten wir diese 2.000-3.000 Entwicklungspunkte nochmal in Vergünstigungen für die Aerodynamik investieren. Und wer weiß, vielleicht geht da ja auch nochmal eine Menge. Oh, wir haben ein neues Upgrade. Und ich hoffe, es ist auch erfolgreich geworden. Da steht wahrscheinlich wieder lateinisches Zeug drauf. Ja, ja, ja. Ist es ein Exorzismus aus Supernatural? Ah ja, okay, 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 ich verstehe. Donek, Exapien, ja, ja gut, das ist natürlich verständlich, das... Oh, jetzt habe ich es weggeklickt, das müsste ein Motor-Upgrade aber gewesen sein. Und wir sind vor Williams. Ulala, wir sind vor Williams. Wie cool ist das denn jetzt bitte? Racing Point hat auch ein, Force India hat auch ein Entwicklungs-Upgrade gebracht. Ferrari ebenfalls, die sind jetzt wieder knapp vor Mercedes. Und Toro Rosso ebenso. Jo, das haben wir... hier das Upgrade. Und das wird uns gerade auch in Japan, denke ich mal, ganz gut weiterhelfen. Und Haas hat aktuell den schwächsten Ferrari-Motor hier. Also die sind gar nicht mal so gigastark unterwegs. Was für Motoren hatte Sauber 2016? Müsste sich auch Ferrari sein? Warum sind die dann so schwach? Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Ah, die hatten den Vorjahres-Ferrari-Motor. Stimmt, da war ja was. LOL. Okay, 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 okay. Cool, 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 cool. Ja, okay. Demnächst also die Agenda 3750 Punkte investieren, um hier die Windkanaleffizienz zu steigern und dann ab geht's auch mit den Aero-Upgrades und in der nächsten Saison geht's dann richtig ab. Aber bevor wir an die denken, denken wir erstmal an das nächste Rennwochenende und das findet auf einer Strecke statt, auf der leider nicht mehr gefahren wird, in Malaysia, Sepang. Danke fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, Abo raus, aber beim nächsten Mal dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.